Also, es ist mal wieder soweit. Ich habe einiges an Zeug wieder angesammelt, was ich mit euch jetzt kurz und knapp endgültig nochmal bespreche. Das ist ein Oldie but Goldie. Ich verwende, warum zeigte sowas in einem Kosmetikvideo? Heilerde verwende ich als Trockenshampoo, habe ich jetzt auch gerade drauf. Ist perfekt, wenn du so eine Haarfarbe wie ich hast. Es ist allerdings leicht gelblich, das muss man an der Stelle schon auch sagen. Aber gerade die Feine, die ist perfekt, nütze ich schon ewig lang und komme gut damit zurecht. Dann habe ich mal wieder eine Zahnbürste aufgebraucht. Ich muss die mal wieder nachkaufen. Ich liebe die. Ich habe mich so richtig auf die eingespielt. Merke ich immer, wenn ich andere verwende, wenn ich mal wieder irgendwo eine Holzzahnbürste sehe und mir denke, ah, probierst die mal. Aber Altera, die sind halt echt die besten. Ich habe das leer gemacht, endlich. Nachdem ich gemerkt habe, das ist schon über ein Jahr auf, habe ich jedes Mal dran gerochen. Und um also gegenzuchecken, das ist vielleicht schon ranzig, weil wenn du sowas über ein Jahr auf hast, da sehe ich hier gerade 6 Monate. Ja, es war ein bisschen drüber. Man muss halt wirklich gucken, riecht es noch angenehm oder ist schon am Kippen, und dann habe ich es halt wirklich am Körper dann auch verwendet. Gott sei Dank ist es jetzt leer. Ich muss, glaube ich, nicht sagen, nachkaufen würde ich mir das so in der Form nicht. Es ist bei mir eh immer schwierig, so ölige Sachen. Das hat für mich gut gepflegt, aber dennoch habe ich Schwierigkeiten beim Aufbrauchen gehabt. Das nutze ich für die Kopfhaut und ich finde das mega gut. Das kostet grob 6 Euro, 5 Euro Umgrat. Man kann natürlich auch das teurere von No verwenden, das aus der Reihe mit Leon, aber warum, wenn das auch funktioniert. Dann habe ich Gott sei Dank auch endlich diese Tagescreme leer gemacht. Und die bringt halt auch Leute wirklich durcheinander, weil halt da ein SPF 30 drin ist, kein UVA-Schutz. Ich habe es jetzt nie gegengecheckt, welcher Filter da drin ist, aber meistens machen sie das zu Werbezwecken, damit sie eben das draufschreiben können, und die sind dann zum Teil minderwertig. Die besten Produkte findest du in den Drogerien meistens immer beim Sonnenschutz. Also da kannst du dir safe sicher sein. Klar, es gibt jetzt Produkte, die einen UVA-Schutz haben. Da findest du meistens aber dann dieses Zeichen. Weil das hier ist ja im Endeffekt auch eine Tagescreme und nicht nur ein Sonnenschutz. Aber hier haben wir eben auch UVA. Das sieht man besonders auch hinten auf der Verpackung. Und nach dem Zeichen sucht ihr immer, weil es gibt eben auch Make-up mit SPF. Und da ist meistens auch kein UVA-Schutz drin, weil man das ja auch gar nicht in der Dicke verwendet. Also ich weiß nicht, warum das Unternehmen immer noch so machen. Denn gut ist das nicht. Klar, es ist unterstützend, wenn du eh schon Sonnenschutz aufträgst. Aber alleine? No. Und die fand ich auch nicht schlecht. Würde ich mir aber so erstmal nicht nachkaufen, außer ich habe keine gerade zur Auswahl. Aber gerade brauche ich auf mein Isana Shampoo. Von dem habe ich noch 2 ganze Packungen da. Mag ich auch ganz gerne. Dann haben wir hier, den werde ich mir definitiv nachkaufen. Ich habe mir immer gedacht so, ah, kaufst du den von Balea Med? Und der ist aber Alkohol drin, und kurz nach dem Rasieren, mir haben, glaube ich, sogar die Haarwurzeln wehgetan, muss ich wirklich sagen. Also da ist der wesentlich besser. Den würde ich mir auch wieder nachkaufen, wenn der von Isana leer ist. Und ja, ich bin wieder eher so Team Sprühdeo, aber ich nehme meistens immer so Glasdinger. Das ist halt so von der Menge her einfach besser. Kaufe ich mir ja auch schon eine ganze Weile lang. Habe ich auch eine ganze Packung noch da. Ich finde die halt grandios. Die verwende ich halt eben auch für die Hände. Kann ich einfach echt nur empfehlen. Oh. Also bei denen bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich den mal nachkaufen soll. Aber ich verwende halt auch das Age Performance Serum von Isana. Und komme mit dem, was die Kopfhaut betrifft, auch recht gut zurecht, aber die Verpackung ist hier, oder der Spender ist hier halt so geil.
Und es fettet halt auch nicht. Also bei Lea irgendwie sowas rausgebracht, ist aber auch gar nicht vegan. Aber das soll so extrem nachfetten. Und das hier fettet nicht nach. Nächstes Mal, Rossmann kommt es wahrscheinlich wieder mit, weil ich fand es echt gut. Und ich habe ab und zu mal so juckende Stellen auf dem Kopf, da hilft es halt schon auch ganz gut. Ja, und ich habe es ja schon gesagt, das verwende ich schon gar nicht mehr fürs Gesicht, sondern für die Kopfhaut. Und ich werde ganz oft gefragt, wie ich das anwende. Also 5 Pumpstöße reicht für mich ungefähr für einen halben Kopf. Einfach raus und dann auf die Hand, auf die Fingerspitzen und dann den hier machen. Und das funktioniert einwandfrei. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Muss ja nicht das Serum sein, aber ihr müsst beim Serum aufpassen. Kein Alkohol, also kein denaturierter Alkohol, das sage ich immer falsch. Fettalkohol ist ja gar nicht so schlecht. Und es soll natürlich nicht rückfettend sein, weil sonst habt ihr fettige Haare danach. Und das ist es halt nicht. Dann meine Standardzahncreme. Ich habe jetzt mal kurz eine andere gehabt und bin echt nicht zufrieden. Jetzt habe ich die wieder. Und das ist, sie schmeckt wie Eisbonbon. Ich liebe die einfach. Auch leer gemacht. Ist eine ganze Flasche noch hier. Und eine Flasche habe ich im Badezimmer stehen, die ist schon angebrochen. Ich mag das Zeug einfach echt gerne. Da müsst ihr halt auch gar nicht nachdenken. Auch das hier werde ich mir nachkaufen. Das wird für mich auch Standard sein, weil dieses Shampoo einfach echt gut ist. Ich finde das sogar ein bisschen besser wie das von Isana. Muss ich ganz ehrlich sagen, so im Vergleich. Ah, hier haben wir noch einen. Also daran merkt man, ich verwende das tatsächlich regelmäßig inzwischen. Ich habe mir tatsächlich vor kurzem überlegt, ob ich mir die Sachen nochmal bestellen soll, weil Leon ja gerade einen Rabatt rausgehauen hat für eine Woche. Das dürfte jetzt am Wochenende auch beendet sein. Ich habe mich dagegen entschieden, denn ich brauche momentan nichts. Ne? Noch eine Zahncreme. Man merkt, ne, ist mein Favorit. Oh Gott, ich bin froh, dass das leer ist. Das hat für mich auch gefühlt nichts gemacht. Und man hat irgendwie so ein bisschen auch die Stärke auf dem Gesicht gemerkt, mit dem es eingedickt wurde. So hat es für mich gewirkt. Also das hat für mich gar nichts gemacht. Das kann natürlich bei dir ein bisschen anders sein, aber ich war ganz froh, dass es leer war. Dann haben wir hier das Mandelblütenhautöl. Ist nicht leer, ist ranzig geworden. Ich habe mir einfach abgewöhnt, so Dinge anzunehmen, auch in Apotheken, wo ich weiß, das nutze ich nicht. Das ist an mir, ist es weggeschmissen. Manchmal kannst du nicht so schnell reagieren. Das habe ich jetzt von der Abonnentin gekriegt. Ich wusste aber von Anfang an, ne, das ist nichts für mich. Und so war es auch. Es stand erst ewig rum und dann ist es gekippt. Standard für mich. Jetzt probiere ich aber gerade diesen Schaum von Balea aus, der da rausgekommen ist. Aber das ist echt, ich finde das echt grandios. Das haben sie richtig gut hingekriegt. Das ist mit dem von No zu vergleichen. Der von No finde ich aber ist noch ein Ticken besser. Kann ich nur empfehlen. Das ist ein Standardsortiment. Ich wusste nicht, ich habe bis jetzt immer die blaue gehabt von Sanozon. Ich wusste nicht, dass die gelbe ein bisschen besser ist als die hier für meine Haut. Weil die, da hast du wie so Schuppen, wenn du das in die Haare reinkriegst. Und das gefällt mir halt gar nicht. Und sie bröselt auch so ein bisschen bei mir von der Haut runter. Jetzt nicht gleich. Ich darf halt auch nicht irgendwie lang rumreiben. Aber mit der Zeit schon. Und die gelbe tut es lustigerweise nicht. Also die werde ich definitiv nicht mehr kaufen, aber die gelbe. So, und dann haben wir zwei Sachen noch. Einmal eine Kinderzahncreme. Die war, glaube ich, bei meiner letzten Rossmann-Bestellung dabei. Weil ich hier keinen Rossmann vor Ort habe. Die fand ich jetzt aber auch nicht gut. Die jetzt als Kind hätte ich die auch nicht toll gefunden. Irgendwie hat mir die nicht gefallen. Und ein uralter Kajal von Benecos in Braun. Den möchte ich jetzt auch nicht mehr nutzen, weil der ist echt mega, mega alt.
Das waren meine Produkte der letzten Zeit. Was hast du so aufgebraucht? Kennst du was von den Produkten, die ich aufgebraucht habe? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.